liebe Filmfreunde, hier auf dem Kanal vom guten Vorhis 82 zu einem neuen Video mit der mir, ja, an dieser Stelle. Ich begrüße euch, ja, jetzt erst nach meinem kurzen AMS-Werbeschau-Video, das ihr vor kurzem hier gesehen habt, hoffe ich doch, dass ihr es gesehen habt, bin ich gleich wieder da, denn es gibt neue Veröffentlichungen aus dem Hause X-Rated, das beste Hardboxen-Label aller Zeiten. Da bleibe ich dabei, ja, das wird sich auch nie ändern, das ist immer noch so, also das beste Hardboxen-Label der Welt. X-Rated hat neue Veröffentlichungen auf den Markt gebracht, das ist ein ganzer Stapel sogar. Und es ist mir eine große Freude, euch das präsentieren zu dürfen. Ja, über den Tellerrand gesehen hat sich die politische Lage nicht verändert seitdem. Wir wissen alle, um was es geht. Ich bin ja schon in meinem AMS-Werbeschau-Video so ein bisschen darauf eingegangen und habe so kurz meine Gedanken zu diesem ganzen Empfinden geschildert. Deswegen werde ich das natürlich an dieser Stelle nicht nochmal machen. Nur noch einmal der dringliche Aufruf an alle, informiert euch, ignoriert das nicht. Ja? Wir können so etwas nur überstehen und wir können solchen Dingen nur widerstehen, indem wir zusammenstehen. Und für unsere Freizeit. Ach. Und für unsere Freiheit kämpfen. Ja? Eine Freiheit, die wir uns erarbeitet haben. Und die Freiheit ist eins der wichtigsten Dinge, die wir uns bewahren können in dieser eigenartigen Gesellschaft heutzutage. Ja, es gibt nichts Schöneres und nichts Wichtigeres als die Freiheit. Das sollten wir nie vergessen. Und für die Freiheit bin ich bereit zu kämpfen. Und ich hoffe, damit bin ich nicht alleine. Ja? Und für die Freiheit bezahle ich, wenn es sein muss, auch mit Blut. Keine Frage. Ja? So viel sei an dieser Stelle nochmal dazu gesagt. Hoffen wir alle, dass sich hier bald einiges normalisiert. Auch wenn es nie wieder so sein wird wie früher. Aber wir können wieder zum Frieden zurückfinden. Da bin ich mir ganz sicher. Die letzten Tage haben trotzdem gezeigt, wie stark Europa zusammensteht. Und das war trotzdem auch in diesen schwierigen, abartigen Zeiten dieser abartigen Auseinandersetzung zweier Länder trotzdem schön zu sehen, ja, dass man dennoch nicht alleine ist. Und das ist ganz wichtig, ja, weil wenn man akzeptiert und irgendwie alleine ist, ja, und sich nicht mehr auflehnt, dann ist es wirklich zu spät. Und ich glaube, so spät ist es Gott sei Dank noch nicht. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bis wir irgendwann mal untergehen. Das würde ich mir zumindest wünschen. Ja, nicht, dass ich Angst vor dem Untergang hätte, aber das würde ich mir zumindest wünschen. Für mich, für alle da draußen, für unsere Kinder. Ja, dass wir noch lange in Freiheit leben dürfen und leben können. Ja, dafür müssen wir was tun. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das zu erkennen. Ja, gut, aber lassen wir es an dieser Stelle dabei bewenden. Kommen wir zu den neuen Veröffentlichungen von X-Rated. Chronologisch sortiert fange ich einfach ganz vorne an mit der Nummer minus 21 und Materialschlacht. Materialschlacht ist in diesem Falle natürlich kein Film, der im Ersten Weltkrieg spielt, sondern Materialschlacht ist die Post-Punk-Band Deutschlands, die Post-Punk-Band aus Niedersachsen. Eine der besten Bands der Welt. Okay, ja, ist in Ordnung. Das bin übrigens ich, ne? Deswegen habe ich das gerade gesagt. Ich möchte mich hier nicht selbst beweihräuchern, aber trotzdem an dieser Stelle, wenn ich diese Box schon zeige, übrigens im VPS-Design, dann muss man natürlich auch sagen, dass es einst mal eine große X-Rated Hardbox geben wird, wo meine feiste Visage auf dem Cover zu sehen ist. Das hätte ich mir vor 2 Jahren auch noch nicht träumen lassen, dass das einst mal so sein wird. Quasi fast lebensgroß bin ich hier auf einer großen Hardbox von X-Rated abgebildet, was mir sehr, sehr viel Freude bereitet, was eine ganz, ganz große Freude für mich ist. Aber trotzdem auch nur zweitrangig, denn die größte Freude für mich ist es, Teil dieser Band zu sein. Ja, das ist mir ganz wichtig. Diese 4 Jungs, nämlich er hier, der gute Andreas Bethmann, Gitarrist, Bandgründer, Bandchef, Texter, Komponist, ja, Multimusikant, einer der besten Menschen, die mir jemals begegnet sind in meinem Leben. Der gute Thorsten W. Punkt, unser Buchhalter und Sänger, ein Mann mit einem brachialen Organ, Top Guy. Dann haben wir unseren Bassisten, der den Vierseiter zupft, der gute Matze, ein hervorragender Mensch. Ja. Und meinen guten alten Freund, den guten Horsti, unser Leadgitarrist,
Ja, der Horsey ist schon ein ganz besonderer Mann. Diese Band ist was ganz Besonderes für mich. Die haben einen ganz, ganz großen Platz in meinem Herzen. Und ich bin unheimlich dankbar und stolz und glücklich, dass ich hier dabei sein darf und dass ich hier auch bei diesem Konzert dabei sein durfte. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle, die da waren. Es war einfach eine Freude, den Abend mit euch zu verbringen, ja, und mit euch ein bisschen Musik zu machen. Alle, die da waren, es war durch die Bank weg fantastisch und ein ganz besonderer Dank an meine vier Buben aus der Band, ja, die mich sehr häufig ertragen müssen, wenn ich ja schon wie Napoleon drei Züge vorausgaloppiere. Ja. Es war was ganz Besonderes in Zeiten einer Pandemie, so ein Konzert zu veranstalten, war, ich glaube, für uns alle was ganz Besonderes und vor allem auch für mich. Es war ja an meinem Geburtstag, den 30.10.2021, fand dieses Konzert statt. Hier bekommt ihr die Blu-ray von Materialschlacht live in Niedersachsen. 80 Minuten und schwere 18 Songs lang ist dieses Konzert, das ihr auf dieser Blu-ray in einer hervorragenden Bildqualität wiederfindet. Wäre natürlich super. Hier haben wir übrigens dann auch noch 100 Minuten Bonusmaterial aus einer umfassenden Geschichte der Band. Dort seht ihr ganz interessante, viele kleine Ausschnitte aus unzähligen Konzerten und Songs, die seit 1989 von der Band wiedergegeben wurden. Eine echte Fundgrube. Ja, so hat sich Punkrock in Deutschland einst entwickelt. Finde ich super interessant, wie sowas anfängt und wie sowas nach so langer Zeit immer noch existiert. Ist einfach eine Freude. Ja, dazu noch ein überragendes Interview mit Galle Galetzka. Auch ein ganz besonderer Mann, der die Alben für Materialschlacht produziert quasi. Ja, in seinen Studios entstehen also die Materialschlacht-Alben. Und dieser Mann hat hier in einem kurzen Interview mit dem guten Andreas Bethmann ein bisschen was aus seiner Schaffensphase erzählt. Es ist einfach eine Freude, so einem erfahrenen Mann zuzuhören, was der alles weiß. Ja. Wie gesagt, informiert euch mal darüber, wenn ihr wollt. Würde ich mich freuen. Ja, würden wir uns freuen, alle Mann. Materialschlacht gibt es auch bei YouTube. Einfach mal Diagnose Rock Records eingeben. Dort findet ihr dann verschiedene Musikvideos von uns. Sind übrigens auch hier auf der Blu-ray enthalten. Hier einfach mal bei X-Rated anfragen. Gibt es bestimmt noch Exemplare, sich dort mal reinzufuchsen in diese Musik und einfach mal alles durchzugehen in der gesamten Schaffensphase von Materialschlacht, glaube ich, ist für jeden ein gewisser Mehrwert, muss man sagen. Und es wäre mir natürlich eine große Freude, wenn ihr dort mal ein bisschen Zeit rein investiert. Da fragt doch einfach mal nach, ob ihr noch so eine Box haben könnt. Es schadet nie. Ja, 80 Minuten Live-Konzert. Und alles Wissenswerte über die Band seit 1989 auf dieser Blu-ray. Dann ordert die doch dort einfach. Und dann könnt ihr hier euch mal umfassend über die Band informieren. Wäre mir eine Herzensangelegenheit. Gehen wir aber zurück zum Horrorfilm. Nämlich zu Haus der langen Schatten. Einen ganz fantastischen Film. Auch hier eine Blu-ray-große Hardbox. Das Ganze mit der Nummer minus 22. Ja, und diesem hervorragend gezeichneten Motiv. Das war sicherlich mal ein Canon-Tape, würde ich mal sagen. Aus welchem Land dieses Canon-Tape stammt, weiß ich nicht. Hier unten steht nur Canon Releasing, also wird es ein Canon-Cover sein. Also ein Canon-Cover-Nachbau. Ja, dieser Film war absolut fantastisch. Mit einer bombastischen Atmosphäre und einem vor allem sehr schönen Scooby-Doo-Finale ausgestattet wurde dieser Film. Ich weiß, dass die Auflösung des Ganzen äußerst cool war. Also ich erinnere mich noch gut an den Film und ich erinnere mich auch noch gut an die hervorragende Atmosphäre, was ja nicht zuletzt den Schauspielern geschuldet ist. Denn wenn wir hier mal lesen, Vincent Price, Christopher Lee und Peter Cushing, das sind natürlich Namen wie Donnerhall, wenn es um den gotischen Horror geht. Ja, gar keine Frage. Auch John Carradine ist dabei, der gute John Carradine. Auch den kennen wir aus unzähligen B-Movies. Von mir aus Death Race 2000, nur um jetzt mal einen herauszupicken. Da hat der gute David Carradine mitgespielt. Gibt noch viel mehr, American Monster und so weiter und so fort. David Carradine kennt man einfach, magischer Mann. In diesem Spätwerk aus den 80ern, der aber die ganzen Generationen dieser hervorragenden Horrorfilmgrößen hier vereint tatsächlich. Lesen wir doch mal, um was es hier eigentlich geht. Vincent Price, Christopher Lee, Peter Cushing und John Carradine agieren in diesem Genre-Klassiker zum ersten und letzten Mal zusammen vor der Kamera. Dieses Spätwerk fängt gekonnt den Charme der alten Gruselfilme ein und garniert das Ganze mit den Horrorelementen der 80er Jahre. Ein wundervoller Abschluss für solche Filmikonen. Das finde ich übrigens auch.
Der amerikanische Schriftsteller Kenneth Mackie wettet mit seinem Verleger, in nur einer einzigen Nacht einen Gruselroman schreiben zu können. Der Verleger hält dagegen und schickt Mackie in ein altes Landhaus, in dem angeblich seit Jahrzehnten niemand lebt. Das verwunschene Haus der langen Schatten erweist sich dann jedoch als eine Ansammlung schrecklicher Geschehnisse, als Brutstätte für Giftanschläge, Mord und Totschlag. Wer ist der brutale Mörder, der eine blutige Todesspur durch dieses Haus zieht? Mackie fürchtet um sein Leben, als bereits dann einige Leichen den Weg zum Ausgang versperren und er spürt, dass er der Nächste sein soll. Aber plötzlich, im vernebelten Morgengrauen, nimmt die gespenstische Nacht einen völlig unerwarteten Ausgang. Das Geheimnis des Hauses der langen Schatten wird gelüftet und für alle Beteiligten wird nichts mehr so sein, wie es nun mal so war. Das kann ich nur unterschreiben. Das Ganze auf 22 Stück limitiert in der großen Hardbox. Ich habe hier die 14 von 22, nur dass wir das mal gesehen haben. Oben steht es ja nochmal 22 Pieces Edition. Mit diesem hervorragenden Motiv Haus der langen Schatten. Um was es geht, wisst ihr ja nun jetzt mit der Nummer minus 22. Wenn euch das interessiert, einfach mal bei X-Ray anfragen, ob es denn da noch Möglichkeiten gibt, sich mit dieser Box einzudecken. Das weiß ich natürlich an dieser Stelle nicht. Und machen weiter mit einem Film von Joe D'Amato. Und das wird nicht der einzige Film von Joe D'Amato sein, den wir heute hier vorstellen. Das kann ich euch schon mal garantieren, nämlich Das Kloster der 1000 Todsünden. Nun, für mich persönlich war Das Kloster der 1000 Todsünden nicht unbedingt einer vom besten von den besten Filmen Joe D'Amatos tatsächlich. Trotzdem ein relativ unterhaltsamer Nonnen-Exploiter, der so teilweise ein bisschen vor sich hingedümpelt ist, ja, trotzdem alle Zutaten mitbringt, ja, sodass man den auf jeden Fall mal sichten kann. Also wer die Box damals verpasst hat, das ist übrigens die Nummer 95, ja, die gab es ja schon mal, der hat jetzt nochmal die Möglichkeit, sich das Ganze hier zuzulegen. Es steht hier tatsächlich nicht drauf, ob das DVD oder Blu-ray ist, das weiß ich tatsächlich nicht. Naja, öffnen wir das Ganze halt mal. Da müsste ich jetzt tatsächlich lügen. Ich schau mal rein. Ja. Darin haben wir die DVD. Genau, hier ist die DVD drin von Kloster der 1000 Todsünden. Wenn wir die Box schon mal gerade aufmachen, kann man das natürlich auch mal zeigen. Hier ist sie dann. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das die identische Disc ist mit der, die schon in der alten Auflage war. Ich glaube es fast nicht. Bin mir aber jetzt auch nicht ganz sicher. Ja, müsste ich lügen. Das Ganze eine VPS-Pub-Box, ja, oder ein VPS-Pappe-Nachbau, wie man hier sieht. Mit diesem hervorragenden zerschlissenen Look, wie wir das hier so außen ein bisschen sehen. Ja. Das gefällt mir eigentlich immer sehr gut. Die Farbgebung sowieso sticht einem sofort ins Auge, so etwas. Ja, mit der Preisgruppe C. Oder Nummer 36 von 44 Exemplaren gibt es hier. Lesen wir mal, um was es hier geht. Eine junge Frau wird von ihrem Vater vergewaltigt und gelangt daraufhin in ein Kloster, in der sie eine Existenzkrise erleidet. Sie ist zwar gläubig, doch das Kloster scheint nicht allzu fromm zu sein, wie es scheint. Denn alsbald bahnt sich eine Affäre zwischen der Neuen und der Oberschwester an. Dadurch zieht die unschuldige Novizin die Eifersucht der stellvertretenden Klosterleiterin auf sich. Ein Gericht soll deswegen überprüfen, ob die beiden wirklich vom Teufel besessen sind. Sodom und Gomorra, ja, tatsächlich. Aber auf jeden Fall ein wunderschönes Covermotiv in diesem Nonnen-Exploiter. Wenn euch der Inhalt jetzt angesprochen hat, dann könnt ihr doch mal gucken, ob ihr das noch ordern wollt. Mit einem Non-Ploitator vom guten Joe D'Amato und Das Kloster der 1000 Todsünden mit der Nummer 95. Und machen wir weiter mit Joe D'Amato. Und jetzt gehen wir ins ganz andere Extrem, denn jetzt kommt meiner Meinung nach Joe D'Amatos bester Film, den er jemals inszeniert hat, in diesem unheimlich großen Oeuvre seines Schaffens. Er hat unheimlich viele Filme gemacht. Ja, aber einer sticht für mich immer ganz besonders heraus, neben natürlich den gängigen Klassikern, die wir so kennen, also Maneater und Absurd und Saru natürlich, ja, sticht vor allem Emmanuel Effrançois oder eben Der Foltergarten der Sinnlichkeit heraus. Auch den gab es schon mal. Jetzt kommt er in diesem Cover-Motiv noch einmal, das mir auch hervorragend gefällt. Hier vorne haben wir den guten George Eastman, ja, einen magischen Mann, erkennt man sofort. Dieser Film ist absolut fantastisch. Wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt, es gibt hier schon ein Video von mir, dann mache ich, glaube ich, das Mediabook-Unboxing, ja. Unboxen tue ich mich dann auch, bevor ich ins Bett gehe. Aber Unboxing reicht an dieser Stelle schon. Das Unboxing vom Mediabook von X-Ray, der zu Foltergarten der Sinnlichkeit, da gehe ich ganz genau auf den Film ein.
Schau dir dort am besten nochmal rein. Das werde ich jetzt an dieser Stelle nicht machen. Aber so viel nochmal von mir. Meiner bescheidenen Meinung nach ist das hier Joe D'Amatos bester Film und einer der besten, ja, wie soll man es denn beschreiben? Ja, einer der besten Thriller, Rache-Thriller, die es jemals gab. Gewürzt mit allem, was man sich vorstellen kann, mit Abartigkeit, mit ein paar blutigen Szenen, mit Wahnsinn, mit Atmosphäre, mit allem, was dazugehört. Also hier ist wirklich alles vertreten. Ich muss sagen, das ist meiner Meinung nach schon ein fast perfekter italienischer Film, muss ich ehrlich gestehen. Ja, einer der, die ich immer schon am besten fand. Und den habe ich auch schon unheimlich oft gesehen. Und der gefällt mir einfach immer wieder ganz gut. Und deswegen hier nochmal schön, dass es hier die Joe D'Amato-Serie Nummer 12 und Folter der Garten der Sinnlichkeit oder hier eben als Emmanuel et François le Sorellin ja noch einmal in die Veröffentlichung geschafft hat. Sieht wirklich hervorragend aus. Wirklich was ganz Besonderes mit der Nummer 125. Und dann haben wir hier Folter der Garten der Sinnlichkeit. Der Film zählt ohne Frage zu den Klassikern dieses Genres. Definitiv. Erleben Sie einen grandiosen George Eastman unter der Regie von Joe D'Amato als HD-Weltpremiere. Also hier dann schon die Blu-ray tatsächlich auch drin, so wie es im Mediabook schon war. Die alte Auflage auf DVD war die natürlich in der großen Hardbox. Hier bekommt ihr dann schon die Blu-ray-Disc aus dem Hause X-Rated. Und die Blu-ray-Disc aus dem Hause X-Rated bedeutet, ihr bekommt perfekte Qualität. Ja. Das weiß ich, weil ich habe das Mediabook. So, die junge und naive François wird von ihrem Freund Carlo wie der letzte Dreck behandelt. Sie erwischt ihn beim Fremdgehen und schläft sogar angewidert mit anderen Männern, um seine Schulden zu begleichen. Als sie mit ihr Schluss macht, begeht sie Selbstmord und wirft sich vor einen Zug. Diese Tat trifft ihre Schwester Emmanuelle sehr und so entscheidet sie sich letztendlich dazu, Carlo dafür zur Verantwortung zu ziehen. Dieser ahnt noch nichts davon, versucht aber Emmanuelle aufzureißen. Diese lässt aber auch nichts anbrennen und bestellt ihn zu sich nach Hause, wo er nicht das findet, was er sich erhofft hatte. Dieser Streifen mit George Eastman gilt unter den Fans als einer der ultimativen Eurokult-Klassiker. Endlich Uncut in HD. Das sagt alles aus, genau. Das ist unter Fans, ich würde mich mal als Fan bezeichnen, ja, von Joe D'Amato tatsächlich, ist ein ultimativer Eurokult-Klassiker. Das habe ich euch ja gerade auch schon mal gesagt, einer der besten Filme des oder einer der besten italienischen Schundfilme, nenne ich es jetzt einfach mal so ein bisschen abfällig, nur um das Ganze mal zu verbildlichen. Man sagt ja immer Schundfilme, ja, also das fantastische italienische Kino dieser Zeit. Das ist meiner Meinung nach einer der besten Filme davon. Ja, ohne Wenn und Aber würde ich das sofort so unterschreiben. Ja. Dann machen wir weiter mit Mio Caro Assassino. Den gab es auch schon mal. Das ist ein Giallo. Damals auf DVD hieß er My Dear Killer. So hieß zumindest die große Hardbox seinerzeit. Auch hier wieder eine auf 22 Stück limitierte große Hardbox. Das Ganze mit der Nummer 17 von 22 und Mio Caro Assassino mit George Hilden übrigens. George Hilden, den kennt man, ja, der wird uns gleich nochmal begegnen hier tatsächlich. Den kennt man auch aus diversen Western, ja. Django, ein Sarg voll Blut, dort hat er zum Beispiel mitgespielt. Also es gibt auch etliche Western aus dieser Zeit mit George Hilden, ein wirklich recht umtriebiger Schauspieler aus Italien. Der spielt hier eben in diesem Giallo, der mir hervorragend gefallen hat, mit Ich kenne My Dear Killer eben noch von der alten Auflage. Muss dann hier mal sehen, ob hier ist auch die DVD drin, genau. Also das ist wohl das Gleiche, wie ich schon gesehen habe. Ja, da bekommt ihr auf jeden Fall eine gute DVD-Qualität geboten. Das Bild war nämlich sehr gut. Das Ganze ist auch gar nicht mal so harmlos. Das sehen wir hier schon. Ja, also es hat auch den ein oder anderen netten Effekt zu bieten. Aber lesen wir doch einfach mal, was hier hinten drauf steht. Inspektor Luca Peretti, in Klammern George Hilden, ist ratlos. Ein Mann wird von einem Bagger geköpft. Der Fahrer kurze Zeit später scheinbar durch Selbstmord erhängt, aufgefunden. Ah ja, okay, jetzt verstehe ich es. Ich dachte jetzt, wie kann jemand, der geköpft ist, Selbstmord begehen, aber ja, er wird ja vom Bagger geköpft. Ne? So, und der Fahrer des Baggers begeht dann Selbstmord. Jetzt macht Sinn. Im Laufe der Ermittlungen müssen weitere Menschen auf teilweise grauenvolle Art und Weise sterben. Was hat die Entführung eines jungen Mädchens und eine zweifelhafte Organisation mit dem Fall zu tun?
Großes Kino der 70er Jahre. George Hilton, besser bekannt aus diversen Italo-Western, glänzt in diesem erstklassigen Giallo, der in bester Tradition alle Klischees dieses Genres perfekt bedient. Die hier vorliegende Fassung wurde extra als PAL-Transfer Anamorph im Original-Breitbildformat 2.35 neu abgetastet. Ja, Originaltitel Mio Caro Assassino, Italien 71. Tonino Valeri hat den ganzen Film gedreht. Ja, und dann bekommen wir hier diese 22er große Hardbox von Mio Caro Assassino von X-Rated mit der Nummer 141. So sieht das Ganze auf dem Spine dann aus. Und diesem hervorragenden Giallo-Film. Und machen weiter mit Terror Circus oder The Barn of the Naked Dead. Ein wahnwitziges Filmvergnügen. Der war tatsächlich anders gut. Ja. Muss man sagen, überzeichnete Charaktere, schrilles Ding, nahezu irre und deswegen nahezu, naja, fantastisch ist jetzt doch vielleicht zu viel gesagt, aber ein hervorragend unterhaltsamer Film, den fand ich saumäßig gut, einfach weil er so eigenartig war. Ja, eigenartiges Ding, ebenfalls so ein, ja, naja, Rape and Revenge ist so ein bisschen, würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon so ein eher so ein Frauenfolter-Filmchen, irgendwie mehr oder weniger, muss man sagen. Der hat mir aber verdammt gut gefallen. Also wir sehen auch hier schon absolut irres Ding. Ja. Das verraten hier auch schon die Bilder. Das Covermotiv gefällt mir auch übrigens hervorragend. Da war aber das alte Motiv, The Barn of the Naked Dead, fand ich schon sehr gut. Da gab es auch ein gezeichnetes Cover dazu, das mir hervorragend gefallen hat tatsächlich. Aber hier nochmal wiedergegeben in dieser großen Hardbox mit der Nummer 164. Diesmal machen wir es mal so. Und im Spine hier. Auf 44 Stück limitiert. Ich habe die 26 von 44. Das Ganze ist hier das Cover C. Das steht zumindest da. Darin befindet sich dann die DVD, wenn ich das richtig sehe. Muss ich mal gucken hier. Copal. Ich gehe mal davon aus, dass es das eine DVD ist. Ja. Dann haben wir da nämlich dieser schockierende Film sorgt beim Zuschauer für Gänsehaut und Erstaunen zugleich. Der Film bietet eine solide Mischung aus Frauenlagerfilm, Horror und Psychotrip und kann auf dieser DVD auch zum ersten Mal in seiner Originalsprachfassung gesehen werden. Mitten in Nevada befindet sich ein Frauenlager, welches von außen nur wie eine Farm aussieht. Der Besitzer ist ein Psychopath, der die entführten Frauen quält und für sadistische Spiele bis hin zum Tode benutzt. Doch auch ein weiteres grausames Geheimnis birgt die Wüste. Ja, geiles Teil. Und schon von den Taglines her äußerst interessant gewählt. Also Terror Circus. Ja. Und machen weiter mit Jack Palance in Craze, Dämon des Grauens. Ja, Dämon des Grauens oder Craze, der war ebenfalls relativ gut. Ja, hier geht es um eine afrikanische Gottheit tatsächlich, der Menschen geopfert werden müssen. Der Film wird vor allem getragen von einem überragenden Jack Palance. Das kann ich an dieser Stelle schon mal versprechen. Der macht hier eine hervorragende Arbeit. Ich erinnere mich daran, dass der auf ganzer Linie überzeugt hat in dem Film. Den fand ich saugut. Schön gezeichnetes Motiv. Ja, das Ganze auch hier wieder ein VPS-Nachbau, das sieht man hier unten, der mir hervorragend gut gefällt. Auch diese Box gab es ja schon mal, hier mit der Nummer 217 und Dämon des Grauens oder Craze. Da haben wir ganz kurz und knackig, der Londoner Antiquitätenhändler Neil Modram besitzt in seinem Keller eine afrikanische Kultfigur, die Gottheit Achuku, Macht der Finsternis. Eine Serie bestialischer Morde ohne erkennbares Motiv verbreitet überall Angst und Schrecken. Ein perfekter englischer Horror-Thriller für Fans. Ja, das Ganze ist auf 44 Stück limitiert. Ich habe hier die Nummer 27 von Dämon des Grauens oder Craze Dämon des Grauens mit Jack Palance in der Hauptrolle und machen weiter mit dem nächsten Giallo und einem Film mit George Hilden. Ich habe ja gerade schon mal erwähnt. Ja, George Hilton wird uns nochmal begegnen, nämlich in diesem VPS-Pappe-Nachbau von Die Farben der Nacht und einem noch besseren Giallo, als es Mio Caro Assassino war. Denn Die Farben der Nacht, da steckt schon im Namen, ja, Die Farben der Nacht sind vor allem, das ist ein Rausch der Sinne für einen Giallo, muss man sagen. Die Bildsprache und die Farbgebung, die wir in diesem Film vorfinden, ist so dermaßen surreal, dass es fast schon ein Trip ist und diesen Film zu etwas ganz Besonderem macht, auch unter Giallos. Auch das ist mir noch sehr gut in Erinnerung geblieben, dass ich dort einfach fasziniert war von der Bildsprache, dass ich fasziniert war von der Abhandlung dieses Giallo. Auch da könnt ihr nichts falsch machen. Also wer Giallo mag,
ist hier genau richtig. George Hilton mit einer hervorragenden Arbeit. Ja, mehr will ich dazu persönlich gar nicht sagen, sondern den Rest lesen wir natürlich oder erlesen wir uns wie immer. Das Ganze hier dann schon mit der Blu-ray und diesem VPS-Pappe-Nachbau, wie immer mit diesem verschlissenen Look hier hinten. Ja, das kann man hier nochmal kurz zeigen aus der Giallo-Serie und die Farben der Nachti-Giallo-Serie Nummer 32 übrigens. Und dann haben wir hier, oh, mit Edwig Fennig, genau, das hätte ich fast vergessen zu erwähnen. Edwig Fennig war immer eine hervorragende Schauspielerin. Die habe ich auch sehr, sehr gerne gesehen. Das war so mit ihr Charakterschauspieler. Also da haben sich wirklich zwei gefunden. Da ist sie übrigens, ja. Die kennt man aus unzähligen Filmen tatsächlich, ja. So, die Farben der Nacht. Seit einem schweren Unfall leidet die junge Jane an heftigen Albträumen. Ihr Verlobter Richard füttert sie mit Vitaminen und ihre Schwester schickt sie zu einem Psychiater. Schließlich wird sie von ihrer neuen Nachbarin mit zu einer schwarzen Messe genommen. Die Träume verschwinden, doch der Verfolger aus ihren Visionen bleibt erhalten. Träumt Jane nur? Für sie versinkt ihre Existenz in einem Traum aus Bedrohung und Vision. Als es zu merkwürdigen Todesfällen kommt, häufen sich auch die Angriffe auf Jane. Was ist der Ursprung der seltsamen Vorkommnisse rund um Jane? Fragezeichen. Das Ganze hier mit der 29 von 44 und die Farben der Nacht in diesem VPS-Pappe-Nachbau. Und wir bleiben bei VPS und kommen zu einem hervorragenden Film, nämlich Madness zum Töten gezwungen. Und dieser Film ist meiner Meinung nach ein italienisches Meisterwerk aus dieser Zeit. Warum? Ich habe ganz einfach für diese alten deutschen Synchros, diese alten italienischen Actionfilme, ja, oder hier in diesem Falle eher Rape and Revenge-Filme einiges übrig. Die Dialoge sind fantastisch. Ja. Schon zu Beginn gibt es eine Szene als ja, so ein Pärchen, also zwei Pärchen verbringen ja hier dann das Wochenende in der Hütte, äußerst originell. Ja. Und die gehen dann immer untereinander so ein bisschen fremd, weil hier wird nichts ausgelassen. Ja. Und dann erinnere ich mich, dass einer, der geht, ist ein passionierter Jäger, der will zum Jagen gehen. Und da macht sich eben seine Gespielin ja, Sorgen, ob sie das denn hinbekommen würden mit dem Bumsen. Und dann sagt er im Originalton zum Beispiel: Verlass dich drauf, wir werden bumsen. Ja, und das ist schon, und das ist nur eins von, es ist teilweise zum scheckig lachen. Ja, also man muss sagen, die Synchronisation ist vom Allerfeinsten. Ich liebe das an diesen alten italienischen Filmen tatsächlich. Das ist ein Schmierfilm vom Allerfeinsten. Schmierig, sleazig. Die Synchronisation ist der Wahnsinn und auch der Unterhaltungsgrad ist hervorragend. Also das ist wirklich ein Rape and Revenge Film aus Italien, wie ich sie wirklich selten gesehen habe. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat mir hervorragend gut gefallen. Regie übrigens der gute Fernando Di Leo. Auch den kennen wir noch aus anderen Produktionen. Fernando Di Leo, das war doch Fernando Di Leo. Gab es auch für X-Rated, aber ich komme jetzt nicht auf den Film. Fernando Di Leo, ja, stimmt. Muss ich an dieser Stelle tatsächlich passen. Es gibt noch einen relativ bekannten Film, der kam auch von X-Rated raus. Und dort war auch der Regisseur Fernando Di Leo, aber ich komme gerade nicht auf. Mir liegt es auf der Zunge, aber ich komme gerade nicht drauf. Ach, verflucht. Und ich will jetzt auch nicht nachgucken. Wer es weiß, schreibt es halt unten rein. Also ich weiß, dass es den Film auch von X-Rated gab und der war ziemlich gut. Und er war von Fernando Di Leo, aber ich komme gerade nicht drauf. Deswegen lasse ich es an dieser Stelle bewenden, weil das zieht sich dann alles nur. Weil mir wird es jetzt wahrscheinlich auch nicht einfallen. Wenn es mir jetzt durchweg doch noch einfällt, dann haue ich es einfach raus. Ja, genau. Also, ein Film von Fernando Di Leo, der noch einen anderen ziemlich guten Film gemacht hat. Den es auch von X-Ray in der großen Hardbox gibt, aber ich weiß jetzt nicht welchen. Mit Lorraine Dessel übrigens, die gute Frau, die kennen wir aus vor allem Die Rache der Kannibalen. Ja, da spielt sie die Anthropologin, die nicht an die Existenz der Kannibalen glaubt, ja, also die meint, dass es Kannibalismus nicht gibt. Ja, daher kennen wir sie. Wir kennen sie auch aus Der Schlitzer, da spielt sie auch mit. Vor Lucero Deodato. Also sie war auch dort relativ umtriebig. Ja. Ja, schauen wir mal, um was es hier geht. Also, wie gesagt, das ist ja eigentlich mehr oder weniger ein Rape and Revenge Film. Ja. Madness.
Gehen wir erstmal hier, haben wir besondere Extras, zwei Audiokommentare mit Troy Howard sowie mit den Filmgelehrten Pelli Felsch und Oliver Nöding, Interviews mit Darsteller Gianni Macia und Drehbuchsupervisor Silvia Petroni. Also das zumindest schon mal als Bonusmaterial auf dieser Blu-ray. Joe, ein wegen Mord und auch Zuhälterei verurteilter Straftäter, flieht aus dem Gefängnis. Die Jagd nach seiner damaligen Beute, die er in einem Kamin einer Berghütte versteckt hat, beginnt. Ein Ehepaar samt Schwester der Frau, die ihr Wochenende in den Bergen verbringen wollen, kreuzen leider unfreiwillig seinen Weg. Es kommt zu einem bestialischen Todesspiel, in dem Eifersucht und Mord dominieren. Diese HD-Weltpremiere gehört zu den wirklichen Perlen des Eurokinos. Gewalt, Sadismus, Mord, Habgier und Eifersucht sind die Zutaten, die aus diesem Film einen unterhaltsamen, brutalen Italo-Sexploiter machen. Regisseur Fernando Di Leo, bekannt mit Werken wie Milano Kaliber 9 oder Der Teufel führt Regie, ist in Bestform. Der Teufel führt Regie, stimmt. Aber den gab es nie für X-Rated. Da hat er auch die Regie übernommen. Was war noch irgendwas? Ich komme ums Verrecken nicht drauf. Ja? Milano Kaliber 9, genau das. Auch das sagt mir was. Aber mir fällt's gar nicht ein. Da haben wir dann das Hardbox Cover D mit Untertitel, Trailer, zwei Audiokommentare und viele mehr auf Blu-ray. Ich habe hier die Nummer 7 von 44. Guckt euch den an. Eine wahre Perle des europäischen, italienischen Schundkinos von vorne bis hinten. Geiles Teil. Schöne Box, VPS-Nachbau. Gefällt mir richtig gut mit der Nummer 339 und Madness zum Töten gezwungen. Kennt ihr übrigens nicht, wenn ihr nicht die große Hardbox bzw. das Mediabook von X-Rated habt, weil diesen Film gibt es, glaube ich, nur von X-Rated. Und das ist ja das, was ich immer hervorhebe. Da habe ich mal wieder was gelernt, sonst würde ich den Film gar nicht kennen. Jetzt kommen wir zu der spannendsten Veröffentlichung. Zuletzt, zumindest als sie durchs Netz ging, wurde sie. Oder was sie ziemlich begehrt, nämlich Nightmare Beach, ja, einem Film von Umberto Lenzi, der auch die Rache der Kannibalen gedreht hat. Den haben wir hier. Was uns sofort ins Auge fällt, sind die Covermotive. Ich habe hier beide Covermotive, ja, die beide fantastisch sind. Also das Gezeichnete und diese Farbgebung, das ist schon anders genial, muss ich ganz ehrlich sagen. Die sind mir auch sofort ins Auge gestochen. Das hier ist das Cover B, das hier ist das Cover A. Fangen wir also mit dem Cover A am besten an. Hier ist die Madness Box im Weg. So, jetzt ist es besser. Genau das Cover A, die X-Rated Italo-Giallo-Serie Nummer 40, also brandneu Nightmare Beach. Ja, hervorragende Sache. Ich kenne den Film. Meine ich nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich ihn schon mal gesehen habe. Ich habe mich aber jetzt zuletzt doch recht intensiv damit beschäftigt, seit ich weiß, dass die große Hardbox von X-Rated kommt. Das bedeutet, den werde ich mir wahrscheinlich gleich morgen in aller Ruhe zu Gemüte führen. Dann kann ich euch auch mehr darüber sagen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir von X-Rated gewohnt hier eine hervorragende Blu-ray-Qualität vorliegt. Der ein oder andere interessante Extra-Teil mit drauf sein wird und ich endlich wieder eine Filmlücke schließen darf. Das Ganze sieht nämlich gar nicht mal so übel aus, wenn wir uns das hier hinten mal ansehen. Ja, dann sieht das Ganze noch einem Horror-Spaß allererster Güte aus. Der ganze Film hieß nämlich auch Spring Break. Kann das sein? Irgendwie sowas. Also irgendetwas, was schon mit so einer Party hier zu tun hat, wie wir es auch hier im Hintergrund sehen. Ja. Ich betone nochmal, dass dieses Covermotiv einfach der absolute Wahnsinn ist. Ne? Das hier ist das Bein, also das ist schon eine wahnsinnig gute Arbeit. Man muss schon sagen, das ist schon was Besonderes. Ne? Wenn ihr das jetzt hier so live seht, dann ist das schon etwas ganz Besonderes. Oh, der Claudio Simonetti übrigens hat hier die Musik gemacht. Der hat doch auch, hat er nie in für ein paar Dollar mehr mitgespielt, kann das sein? Ich glaube schon. Nightmare Beach, exklusiver Audiokommentar mit Gerd Naumann, Matthias Künneke und Christopher Kläse, einem Interview mit Claudio Simonetti, einer Alternativfassung, drei Trailern und diversem Werbematerial. Vollgestopft, wie ich schon vermutet hatte, so wie wir das halt von X-Rated kennen. Wie soll ich konnte den Film noch nicht sichten, ich habe auch die Boxen erst bekommen, die sind ja gerade erst rausgekommen, deswegen weiß ich es ehrlich gesagt noch nicht. Ich freue mich aber wie wahnsinnig schon drauf. Die Strände Floridas sind an diesem Wochenende gefüllt mit Tausenden von Teenagern. Jedes Jahr wird der sogenannte Spring Break, okay, es war Spring Break, wird der sogenannte Spring Break mit einer Riesenparty gefeiert. Die Idylle wird getrübt, als der kürzlich hingerichtete Mörder Diablo aus seinem Grab gestohlen wird.
Die wahre Hölle bricht aber los, als eine Mordserie beginnt. Mehrere junge Leute werden von einem in schwarzen Leder gekleideten Motorradfahrer grausam abgeschlachtet. Der Verdacht fällt zwar auf eine in der Gegend ansässigen Rockergang, doch schon bald erhärten sich andere Vermutungen. Die junge Gail, dessen Schwester bereits ermordet wurde, stellt mit ihrem Freund Skip eigene Nachforschungen an, weil die Polizei ihr nicht hilft. Es beginnt eine sehr mörderische, blutige Jagd zwischen allen. Entschuldigung, aber Gail und Skip ist absolut fantastisch. Ja? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, auf jeden Fall bin ich hier mehr als gespannt, was dieser Film kann. Also da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Ja, hier schon mal das Cover A, limitiert auf 66 Stück übrigens. Ich habe hier die Nummer 49 von 66 und Nightmare Beach im Cover A. Und dann gibt es noch Nightmare Beach im nicht minder fantastischen, vielleicht noch sogar einen Ticken besseren Cover B. Ich glaube, das hier gefällt mir ganz knapp ein bisschen besser. Könnte mich aber an dieser Stelle tatsächlich nicht entscheiden, weil beide Cover fantastisch sind. Deswegen habe ich mir halt einfach beide gekauft. Ja, ist halt manchmal so. Bei manchen Dingen, da muss man halt auch mal Prioritäten setzen. Also, okay, brauche ich beide Cover, hilft ja alles nichts. Hier habe ich dann die 44 von 44 erwischt. Ja. Hier lese ich schon Gail und Skip, also hier steht das Gleiche. Ja, hervorragend, große Blu-ray-Hardbox von Nightmare Beach oder Spring Break in diesem fantastischen Covermotiv. Einen Film, den es so noch nicht gab und deswegen freue ich mich ganz besonders drauf, mal wieder etwas Erfrischendes sehen zu dürfen. Dann machen wir weiter mit noch einem, diesmal VMP-Nachbau und Die Eroberer. Den kannte ich schon, ein Shaw Brothers Eastern, der hieß nämlich eigentlich All Men Are Brothers, das weiß ich noch, zumindest hatte ich mal eine DVD, die so hieß von diesem Film, also den kenne ich und der war auch ziemlich gut. Shaw Brothers Eastern sind so ein bisschen vergleichbar mit Leone Western, also schon was, was ganz oben mitspielt. Ne? So ein Shaw Brothers Eastern ist einfach immer eine gute Produktion, damit befasst man sich ja gerne, das sind einfach gute Filme. Und so war das auch bei Die Eroberer. Ja, finde ich, es gibt einen großen Fundus an hervorragenden Shaw Brothers Eastern. Und der hier gehört dazu. Das Ganze hier ist ein VMP-Nachbau, wie man unschwer erkennen kann. Mit der Nummer 7 von 66 habe ich hier. Lesen wir mal, um was es hier geht. Das riesige chinesische Reich ist im 15. Jahrhundert von Unruhen und Aufständen zerrüttet. Einige Städte in den Südprovinzen sind bereits dem Rebellenführer Fang La anheimgefallen. Lian Shang erhält den Auftrag, die Rebellen zu vernichten. Mit den 100 besten Kämpfern des Kaisers erobert er eine Stadt nach der anderen zurück, bis sie vor den Toren der am besten befestigten Stadt Hangzhou stehen und der erbarmungslose Sturm auf die letzte Rebellenfestung beginnt. Ein gnadenloser Kampf wütet durchs Land. Ja, 102 Minuten mit Wu Ma unter anderem, ja, und dieser großen Blu-ray-Hardbox im VLP-Nachbau von Die Eroberer oder All Men Are Brothers. Auch ein wunderschönes Stück. Und einen Film haben wir noch. Ein Film, zwei Boxen, nämlich Lebendig begraben, einem Roger Corman-Klassiker tatsächlich. Einem ganz fantastischen Roger Corman-Klassiker. Hier habe ich wieder falsch schon angefangen, weil das hier ist das Cover B. Und hier haben wir das Cover A, welches nicht minder fantastisch ist. Das Ganze, ja, ein Ufersterne-Cover. Es sind beides Ufersterne-Cover, aber schon alleine der Stil dieses Ufersterne-Covers spricht mich sofort an und passt hervorragend zu diesem Film. Ein relativ alter Horrorfilm mit einer fantastisch dichten Atmosphäre und der Urangst des Menschen, lebendig begraben zu werden. Das hat man hier hervorragend umgesetzt. Und ich weiß, dass dieser Film von einer Atmosphäre und von einer Grundstimmung getragen wird, die ihresgleichen sucht. Ja, also das passiert genau nach Edgar Allan Poe, das steht auch da. Da gab es mal früher eine Reihe von EMS. Dort sind mehrere dieser Edgar Allan Poe Filme erschienen und dort gab es eben auch Lebendig begraben. Diese DVD habe ich auch noch, die steht hier drüben gleich übrigens. Die könnte ich sogar mal holen. Augenblick mal. Schlagen wir mal einen Bogen. Puh, da bin ich schon wieder. Genau, so sahen die nämlich aus. Ja, da gab es noch mehr davon, aber hier oben immer der gute Edgar Allan Poe, ja, Classic Collection. Da gab es dann also mehrere Filme. Ich habe hier drei DVDs. Ich weiß nicht, wie viel es insgesamt gab. Das kann ich euch jetzt nicht sagen. Aber die waren damals von EMS. Und da habe ich den Film auch, glaube ich, zum ersten Mal so wirklich wahrgenommen. Muss ich sagen.
Ich meine, den auch schon mal vorher im Fernsehen erblickt zu haben, aber da konnte ich noch nicht allzu viel damit anfangen. Leider, ja, erst später habe ich diesen Film wirklich schätzen gelernt, der einfach fantastisch ist. Ja, und jetzt nehmen wir mal den Unterschied. Das gab es bisher, das gibt es jetzt. Warum sammelt man große Hardboxen? Deshalb, ja, weil das ist schon was anderes. Ja, und das Ganze ist vor allem dann auch schon mit einer Blu-ray, also ein Date. Ja, hier mit der 32 von 44 im Cover A übrigens. Lebendig begraben nimmt eigentlich alles vorweg. Ich lese es trotzdem mal vor. Mit Ray Milland, Hazel Court, Richard Ney, Heather Angel, die Regie Roger Corman, habe ich ja schon gesagt. Der reiche Guy Carroll befürchtet, er könne, wie einst sein Vater, aus Versehen lebendig begraben werden. Seine Verlobte nutzt seine Angst für einen skrupellosen Plan aus. Doch Guy Carroll trifft Vorkehrungen, seinem scheinbar unvermeidlichen Schicksal zu entkommen. Aber jedoch nicht ohne grausame Konsequenzen für ihn selbst und viele Beteiligte. Die Nacht bricht herein und das Grauen nimmt seinen Lauf. Welche Rolle spielt die ominöse Haushälterin? Ist sie auf der Seite von Guy Carroll oder verfolgt auch sie einen teuflischen Plan? Die Wahrheit ist schauriger, als man sich vorstellt. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze aussieht, hier sehen wir das mal. Also ein Horrorfilm im ganz eigenen Stil, mit einer ganz dichten Atmosphäre. Wie gesagt, lebendig begraben zu werden, ist ja so eine Urangst tatsächlich des Menschen. Also eine ganz schlimme Vorstellung. Lebendig in einem Sarg 4 Meter unter der Erde zu liegen, ist nicht schön. Ja, und das wird hier perfekt umgesetzt. Also schaut euch den mal an. Ja, ein schöner, kleiner, alter Gruselfilm, der einfach fantastisch gespielt war. Also ich muss sagen, der gefällt mir bis heute, hat mir immer schon gut gefallen, gefällt mir auch jetzt noch immer saugut. Die Box gefällt mir noch besser, wunderschöner ja, UFA-Sternenachbau. Ja. Das Ganze dann mit der Blu-ray, das haben wir gerade schon mal angesprochen. Das kann man hier auch mal zeigen. So sieht das Ganze dann aus. Ja, du hast deine Blu-ray drin. Und da gibt es dann noch das Cover B. Das Cover B sieht dann so aus, ja, mit diesen beiden Händen, einmal fleischig, einmal knochig, tatsächlich exakter UFA-Sternenachbau, so wie er damals auf VHS erschien. Ja, schlicht, aber trotzdem schön, passt sich halt auch aber dem Film an. Ja, in der Reihe Filme des Grauens von Atlas, steht hier unten zumindest, auch das ist nicht minder genial, brachial. Auch das Cover B ist limitiert. Das Cover A waren 44, ne? Genau, und das Cover B sind dann 22 und hier habe ich dann die 17 von 22 und lebendig begraben. Und damit sind wir am Ende für heute. Hat auch lange genug gedauert, war auch ein ganzer Haufen, aber ich hoffe, ich konnte euch das Ganze ein bisschen näher bringen. Fantastisch, ja, durch die Bank weg, wunderschöne Veröffentlichungen. Und dann gehaben wir uns die Zeit lawohl. Wir werden uns ja bald hier wiedersehen auf diesem Kanal, dann vielleicht hoffentlich in besseren Zeiten. Bis dahin, passt auf euch auf, passt auf eure Freiheit auf. Ja, die geht schnell weg, wenn man nicht aufpasst. Und wir sehen uns an dieser Stelle dann sehr bald wieder. Hoffentlich dann mit besseren News, zumindest um diese Videos herum. Bis dahin. Buh!